Österreich, die Zweite Republik von 1955 bis 1993, vom Staatsvertrag bis zum Ende der Alleinregierung von Bruno Kreisky. Kommen wir zum Staatsvertrag und Neutralität. Österreich schließt am 15. Mai 1955 den sogenannten Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich. Österreich erreicht mit diesem Vertragsabschluss wieder die Unabhängigkeit und volle staatliche Souveränität zurück, die es 1938 mit dem Anschluss an das nationalsozialistische Deutschland verloren hat. Volle staatliche Souveränität bedeutet in diesem Zusammenhang, dass ein Staat wie Österreich eigenständig und unabhängig von anderen Staaten über eigene Angelegenheiten bestimmen kann. Vor dem Staatsvertrag im Jahr 1955 mussten beispielsweise alle vom österreichischen Nationalrat, also dem Parlament, beschlossenen Gesetze erst von diesen vier Besatzungsmächten genehmigt, also erlaubt werden, bevor sie wirksam werden konnten. Im sogenannten Moskauer Memorandum vom 15. April 1955 verspricht die österreichische Regierung nach dem Abschluss des Staatsvertrags, dass Österreich seine immerwährende Neutralität nach dem Vorbild der Schweiz beschließen wird. Erst nach dem öffentlichen Bekenntnis zur Neutralität im Moskauer Memorandum war die Sowjetunion dann bereit, dem Staatsvertrag zuzustimmen. Am 26. Oktober 1955 erfolgt dann im österreichischen Nationalrat, im österreichischen Parlament, der Beschluss dieser immerwährenden Neutralität mit einer Zweidrittelmehrheit. Die Neutralität ist also ein Teil der österreichischen Verfassung. In diesem Verfassungsgesetz wird unter anderem festgehalten, dass Österreich auf Dauer, also immerwährend neutral sein möchte, keinen militärischen Bündnissen beitreten wird und sich mit allen zu Gebote stehenden Mitteln verteidigen wird und die Errichtung militärischer Stützpunkte fremder Staaten auf seinem Gebiet nicht zulassen wird. Die Wortwahl mit allen zu Gebote stehenden Mitteln bedeutet, dass sich Österreich verpflichtet, eine Armee zu unterhalten, die ausreichend mit Personal und Ausrüstung versehen ist, damit das eigene Land wirksam geschützt werden kann. In den letzten Jahrzehnten wurde immer wieder die mangelnde Ausstattung und Finanzierung der österreichischen Armee, also des Bundesheeres, kritisiert. Ich komme jetzt zur Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders. Ab den 1950er Jahren kommt es in Österreich, ähnlich auch wie in Westdeutschland, zu einem überaus starken Wirtschaftswachstum. Man spricht in diesem Zusammenhang vom sogenannten Wirtschaftswunder. Dieser wirtschaftliche Aufschwung verleiht vielen Österreicherinnen und Österreichern nach den Schrecken und Nöten des Krieges und der Besatzungszeit ein neues Selbstbewusstsein. Aus europäischer Sicht gilt diese wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung für größere Teile des Kontinents. Österreich war nach dem Zweiten Weltkrieg noch eines der ärmsten Länder Europas und gilt heute als eines der reichsten Industriestaaten. Einige Historikerinnen und Historiker gehen heute davon aus, dass Österreich nur aufgrund der damaligen guten wirtschaftlichen Entwicklungen die hohen finanziellen Forderungen, also die Geldforderungen der Sowjetunion für den Abschluss des Staatsvertrages erfüllen konnten. Nach dem Abzug der Alliierten im Jahr 1955 kann ein wirtschaftliches Ost-West-Gefälle festgestellt werden, wobei die westlichen Bundesländer als wirtschaftlich stärker gelten als die östlichen. Die Wirtschaft in den Regionen, die vorher sowjetisches Besatzungsgebiet waren, also die östlichen Bundesländer, benötigen teilweise noch Jahrzehnte, um den Rückstand zu den anderen Landesteilen, also in anderen Bundesländern, aufzuholen. So bauen die Sowjets in ihrer Besatzungszone zum Beispiel zahlreiche Fabriken inklusive Maschinen vollständig ab und diese in der Sowjetunion wieder aufbauen und beschlagnahmen dann auch Erdöl und andere Rohstoffe im großen Umfang. Als Ursachen für die positive Entwicklung Österreichs gelten unter anderem die Wiedereinführung des Schillings als Währung im Jahre 1945, wirtschaftliche Hilfsmaßnahmen wie zum Beispiel durch den Marshallplan der USA und die Einführung der sozialen Marktwirtschaft. Diese positive wirtschaftliche Entwicklung ab den 1950er Jahren ist unter anderem deshalb von besonderer Bedeutung, da die hohe Inflation, also Preissteigerungen und die Massenarbeitslosigkeit in den 1920er und 1930er Jahren viele Österreicherinnen und Österreicher dazu brachte, politisch radikale Parteien,
wie die Nationalsozialisten und Kommunisten zu unterstützen. Ein Beispiel für die enorme Geldentwertung nach dem Ersten Weltkrieg ist, dass man für einen bestimmten Geldbetrag damals, also zum Beispiel 10.000 Kronen, noch vor dem Kriegsausbruch 1914 mehrere Häuser kaufen konnte und man 1922 dafür nur noch einen Leibbrot erwerben konnte. Das durchschnittliche Wirtschaftswachstum beträgt in Österreich von 1913, also vor dem Ersten Weltkrieg, bis 1929 nur 0,3% pro Jahr und sinkt danach sogar um 1,8% jedes Jahr bis 1938. 1934 beträgt die Arbeitslosenrate in Österreich beinahe 40% und aufgrund der anfänglich sehr schlechten Wirtschaftslage des Jahres 1944 ist auch nach dem Zweiten Weltkrieg eine ähnliche politische Radikalisierung wie nach 1918 zu befürchten. Und wenn die demokratisch gewählten Parteien und deren Vertreterinnen nach dem Zweiten Weltkrieg keine Antworten auf die Wünsche und Nöte der meisten Österreicherinnen und Österreicher gefunden hätten, wären wahrscheinlich zunehmend mehr Menschen bereit gewesen, die Kommunisten zu unterstützen. Ein wachsender Einfluss der Kommunisten unter der Führung des sowjetischen Diktators Josef Stalin hätte letztlich zu einem Ende der Demokratie in Österreich führen können. Man spricht dann in den 1950er Jahren in Österreich im Zusammenhang mit der sozialen Marktwirtschaft auch vom sogenannten Raab-Kamitz-Kurs, benannt nach dem damaligen ÖVP-Bundeskanzler Julius Raab und dem parteifreien Finanzminister Reinhard Kamitz. Als Lehre aus der Zeit extrem hoher Preissteigerungen nach dem Ersten Weltkrieg wurde eben versucht, die Inflation, also diese Preissteigerungen, möglichst gering zu halten, damit zum Beispiel auch Menschen mit geringerem Einkommen vergleichsweise mehr für ihr Geld bekommen. Die Inflationsrate beträgt in Österreich im Jahre 1951, also 6 Jahre nach dem Krieg, noch 28%, 1952 dann 17% und schließlich 1953 vergleichsweise nur noch 5%. Ein Motto des Raab-Kamitz-Kurses lautet, zuerst verdienen, dann ausgeben. In diesem Sinne kann die Staatsverschuldung von fast 60% des Bruttoinlandsprodukts, des sogenannten BIPs, im Jahre 1951 durch eine Politik, die sehr auf Sparsamkeit und genaue Kontrolle der Ausgaben achtet, auf 8% im Jahr 1957 gesenkt werden. In den Folgejahren wird vom österreichischen Staat in der Regel aber mehr ausgegeben, als von ihm eingenommen wird. Die Staatsverschuldung beträgt 1970 ungefähr 15% und steigt dann während der Alleinregierungszeit der SPÖ unter dem Bundeskanzler Bruno Kreisky auf 35,3% des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 1983. Im Jahr 2015 beträgt der Schuldenstand Österreichs dann bereits ca. 86% des BIP, also des Bruttoinlandsprodukts. Kommen wir zur Sozialpartnerschaft. In der Ersten Republik, also von 1918 bis 1938, gibt es heftige Auseinandersetzungen zwischen den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen und Parteien. So kommt es etwa im Jahr 1934 zu einem Bürgerkrieg zwischen den Anhängern der christlich-sozialen Regierung und jenen der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, also der SPÖ, der zu mehreren hunderten Toten führt. Im Juli desselben Jahres 1934 folgen dann Kämpfe, in denen Nationalsozialisten versuchen, die christlich-soziale Regierung gewaltsam zu beseitigen. Bei diesen Auseinandersetzungen zwischen den Nazis und der österreichischen Regierung, bei denen mehr als 200 Menschen sterben, wird unter anderem auch Bundeskanzler Engelbert Dollfuß ermordet. In der Zeit des Nationalsozialismus ab dem Jahr 1938 werden dann sowohl Anhänger der christlich-sozialen und der Sozialdemokraten verfolgt. Die beiden politischen Lager mit ihren jeweiligen Parteien ÖVP und SPÖ erreichen bei der ersten Nationalratswahl nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 gemeinsam 95% der Stimmen. Bundeskanzler Leopold Figl von der ÖVP steht als ehemaliger KZ-Häftling an der Spitze einer Bundesregierung mit 17 Regierungsmitgliedern von ÖVP, SPÖ und KPÖ, also der Kommunistischen Partei Österreichs, von der gesamten Regierung gibt es eben 12 ehemalige Gefangene, die in einem KZ vorher im Krieg gewesen waren. Und aufgrund der Erfahrung während der Ersten Republik und der Zeit des Nationalsozialismus versuchen Vertreterinnen und Vertreter der SPÖ und ÖVP schwerwiegende Konflikte miteinander zu vermeiden und gemeinsame Ziele und Interessen wie die Unabhängigkeit Österreichs und den Wiederaufbau in den Vordergrund zu stellen. Ab den 1960er Jahren entwickelt sich in Österreich eine Form der Zusammenarbeit, die unter der Bezeichnung Sozialpartnerschaft bekannt ist. Die Sozialpartner sind die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitnehmer und Arbeitgeber,
die deren Interessen vertreten sollen. Die Sozialpartner haben neben den Parteien den größten politischen Einfluss in Österreich und können so unter anderem Gesetze vorschlagen und begutachten, also jene Gesetze, die von der Regierung ins Parlament kommen. In vielen Fällen sind die Abgeordneten der Parteien im Parlament selber als Gewerkschaftsmitglieder, Unternehmer und Landwirte Vertreterinnen, Vertreter der Sozialpartner. Es ist in Österreich lange Zeit nur schwer vorstellbar, dass besonders wichtige Gesetze gegen den Widerstand der Sozialpartner beschlossen werden, da die Abgeordneten zum Nationalrat ja selber vielfach Angehörige der Sozialpartner sind. Nun zu Österreich als Mitglieder, als Mitglied und Standort internationaler Organisationen. Nachdem Österreich 1955 durch den Staatsvertrag ein unabhängiger Staat wird, kann das Land noch im gleichen Jahr den Vereinten Nationen, also der UNO, beitreten. Die UNO ist eine internationale Organisation mit heute mehr als 190 Mitgliedern in der gesamten Welt. Wichtige Ziele der UNO sind unter anderem die Sicherung bzw. Schaffung von Frieden, der Schutz der Menschenrechte und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit. Seit 1979 befindet sich in Wien ein Amtssitz, also ein Zentrum der UNO. Im Jahr 1956 tritt Österreich dem Europarat als Mitglied bei. Der Europarat hat keine mit der Europäischen Union, also der EU, vergleichbare wirtschaftliche und politische Bedeutung. Der Europarat hat das Ziel, möglichst vielen europäischen Staaten die Möglichkeit zu bieten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Aussprachen zwischen Vertretern von Staaten sollen im Fall von Konflikten zu einem Ausgleich unterschiedlicher Interessen führen. Heute sind beinahe alle europäischen Staaten dem Europarat als Mitglieder beigetreten. Besonders bekannt ist die sogenannte Europäische Menschenrechtskonvention des Europarats aus dem Jahr 1950, in der eine Reihe von Grundrechten und Menschenrechten angeführt werden. Wenn Länder diese Konvention unterschreiben, verpflichten sie sich dafür zu sorgen, dass die grundlegenden Rechte in ihrem Staat eingehalten werden. In den darauffolgenden Jahrzehnten wird die Bundeshauptstadt Wien neben der UNO auch Standort für weitere Organisationen wie der OPEC, also der Organisation Erdöl exportierender Länder, und der IAEO, also der Internationalen Atomenergieorganisation. Kommen wir jetzt zur Außenpolitik, Neutralität und natürlich der Zeit des Kalten Krieges. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs kommen ungefähr 2 Millionen Flüchtlinge nach Österreich und davon bleiben etwa 700.000 in Österreich. In den Jahrzehnten nach 1955 unterstützt Österreich immer wieder Menschen, die aus dem kommunistischen Machtbereich in den Westen fliehen müssen. Anlässlich des sogenannten Ungarnaufstandes 1956, des Prager Frühlings 1968 und des Zerfalls des Eisernen Vorhangs 1989 kommen jeweils tausende Menschen nach Österreich und finden zumindest für eine gewisse Zeit Aufnahme in Österreich. Österreichische Medien haben hier eine grenzüberschreitende Bedeutung, da zum Beispiel das Fernsehen und die Radioprogramme des ORF, das heißt des österreichischen Rundfunks, auch in den kommunistischen Nachbarländern empfangen werden können. Auf diesem Wege können auch Menschen im kommunistischen Machtbereich objektive Nachrichten über die Situation im eigenen Land erhalten. Außenpolitisch versuchte Österreich, die eigene Neutralität zu nutzen, um in der Zeit des Kalten Krieges zwischen den westlichen und östlichen Staaten zu vermitteln. Ein Beispiel hierfür ist das Aufeinandertreffen des sowjetischen Führers Nikita Khrushchev und des US-Präsidenten John F. Kennedys in Wien 1961. Der damalige österreichische Außenminister Bruno Kreisky hatte dem US-Präsidenten vorher den Vorschlag eines Treffens mit dem sowjetischen Machthaber in einem neutralen Staat vorgeschlagen. Österreich gilt damals darüber hinaus auch als ein Beispiel dafür, dass sich die beiden Großmächte erfolgreich auf politische Kompromisse wie die Unabhängigkeit Österreichs und den Abzug der eigenen Soldaten einigen können. Beide Parteien konnten ja den Staatsvertrag mit Österreich abschließen. Bundeskanzler Bruno Kreisky, 1970 bis 1983 von der SPÖ, versucht aufgrund seiner unter anderem guten Beziehungen zum ägyptischen Präsidenten Anwar al-Sadat, dem libyschen Diktator Muammar al-Gaddafi, dann dem politischen Führer der Palästinenser Yasser Arafat und dem sozialdemokratischen
westdeutschen Bundeskanzler Willy Brandt zur Lösung internationaler Probleme beizutragen. Kommen wir jetzt zur Innenpolitik. Das sind hier jetzt die Alleinregierungen von Klaus und von Kreisky. Während der Zweiten Republik bilden SPÖ und ÖVP sehr häufig Koalitionen. Aber nur in den Jahren 1966 bis 1970 erreicht die ÖVP eine Alleinregierung mit ihrem Bundeskanzler Josef Klaus und 1971 bis 1983 die SPÖ erreicht da hier ihre Alleinregierung unter Bruno Kreisky. Sie erreichen hier eine Alleinregierung, wobei hier gesagt werden kann, dass das eine Mehrheit bei Nationalratswahlen bedeutet. Man muss sich hier, wenn man die Mehrheit hat, keinen Koalitionspartner suchen. Bei einem Stimmanteil von mehr als 50% der Stimmen spricht man von einer absoluten Mehrheit. Im Wahlkampf zur Nationalratswahl 1970 verspricht die FPÖ und ihren Parteivorsitzenden Friedrich Peter, die SPÖ nach der Wahl nicht zu unterstützen. Mit dem Wissen, dass Rot die Parteifarbe der SPÖ ist, verspricht die FPÖ damals, dass es keinen roten Kanzler geben wird. Nach der Wahl erreicht die SPÖ 81 von 165 Sitzen, also Abgeordneten, im Nationalrat. Es fehlen also nur noch zwei Sitze, um eine Mehrheit im Nationalrat bilden zu können. Die FPÖ kann 6 Abgeordnete damals in das Parlament entsenden. Und nach Verhandlungen zwischen der SPÖ und FPÖ willigt die kleinere Partei ein, entgegen ihrem Wahlversprechen eine Regierungstätigkeit der SPÖ für eine gewisse Zeit nicht verhindern zu wollen. Die SPÖ kann eine sogenannte Minderheitsregierung bilden. Eine Regierung, die nicht über eine Mehrheit im Parlament verfügt. Als Gegenleistung wird eine Wahlrechtsreform mit den Stimmen von SPÖ und FPÖ beschlossen, die der FPÖ zugutekommen soll. So sieht die neue Regelung vor, dass jetzt unter anderem 183 Abgeordnete und Abgeordnetinnen gegenüber 165 Volksvertretern im Nationalrat es davor gibt. Bei den nachfolgenden Wahlen im Jahr 1971 erhält die SPÖ dann die absolute Mehrheit und kann alleine eine Regierung bilden. Die FPÖ kann trotz geringer Stimmenverluste die Anzahl von 6 Abgeordneten auf 10 erhöhen. Kommen wir zur sogenannten Kreisky-Peter-Wiesenthal-Affäre. Simon Wiesenthal bemüht sich als österreichisch-jüdischer Überlebender des Holocaust nach dessen Befreiung aus dem KZ Mauthausen im Mai 1945 natürlich in den folgenden Jahrzehnten Verbrechen der Nazis aufzudecken. Simon Wiesenthal hilft mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dabei, Nazitäterinnen ausfindig zu machen und dann vor Gericht zu stellen und diese so zur Rechenschaft zu ziehen. 1975 entdeckt Simon Wiesenthal, dass der damalige FPÖ-Obmann Friedrich Peter ehemaliges Mitglied einer Einheit der Waffen-SS der Nationalsozialisten ist. Die Mitglieder der Waffen-SS gelten in der Nazizeit dem Diktator Adolf Hitlers besonders treu ergeben und sind stolz darauf, jeden Befehl zu befolgen. Zur Waffen-SS gehören sowohl Kampfverbände, die als Soldaten kämpfen, aber auch Wachmannschaften der Konzentrationslager. Friedrich Peter kämpfte in einer Einheit der Waffen-SS, der während des Zweiten Weltkriegs für zahlreiche Kriegsverbrechen, wie zum Beispiel Massenerschießungen, in der Sowjetunion verantwortlich ist. Nachfolgende Untersuchungen können eine persönliche Mitverantwortung Friedrich Peters an diesen Verbrechen nicht beweisen. Bruno Kreisky von der SPÖ verteidigt Friedrich Peter und erachtet auch eine Koalition der FPÖ mit seiner eigenen Partei als unbedenklich. Bruno Kreisky beschuldigt Simon Wiesenthal, dieser hätte während des Zweiten Weltkriegs selber mit den Nazis zusammengearbeitet und diesen Informationen über andere Verfolgte der Nazi-Diktatur verschafft. Darüber hinaus beschuldigt der Bundeskanzler, Simon Wiesenthal würde jetzt mit Mafia-Methoden arbeiten, um seine Ziele erreichen zu können. Bundeskanzler Kreisky muss nach einer Klage von Simon Wiesenthal bei Gericht seine Aussagen zurückziehen. Man spricht in diesem Zusammenhang von der sogenannten Kreisky-Peter-Wiesenthal-Affäre. Bruno Kreisky hat weiterhin ein gutes Verhältnis zu Friedrich Peter und verhandelt unter anderem mit diesem die Koalition der SPÖ mit der FPÖ im Jahr 1983. Bruno Kreisky schlägt darüber hinaus vor, Friedrich Peter vom Nationalrat als dritten Nationalratspräsidenten wählen zu lassen. Dazu kommt es nicht aufgrund heftiger Proteste in der österreichischen Öffentlichkeit. Nun zum Punkt der Regierung Kreisky und Veränderungen und das Atomkraftwerk in Zwentendorf. Die Regierungszeit von Bruno Kreisky, also von 1970 bis 1983, wird von vielen Menschen Österreichs als eine Zeit der Veränderung gegenüber den drei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg empfunden. Es wird zum Beispiel der sogenannte Zivildienst eingeführt und eine Verkürzung der Wehrdienstzeit beschlossen. Es wird die sogenannte Fristenlösung eingeführt. Schwangerschaftsabbrüche, also Abtreibungen von ungeborenen Kindern,
können bis zum dritten Schwangerschaftsmonat straffrei vorgenommen werden, die gegen eine solche Regelung meinen, dass Abtreibungen eine Tötung von ungeborenen Menschen darstellt, und Befürworter verweisen unter anderem auf das Selbstbestimmungsrecht der Frauen. Im Bildungsbereich werden unter anderem Schulbeihilfen erhöht, zahlreiche Schulneubauten errichtet, freie Schulfahrten und die Versorgung mit kostenlosen Schulbüchern wird eingeführt. Studentinnen und Studenten erhalten Mitbestimmungsmöglichkeiten an den Universitäten. Eltern und Schülerinnen und Schüler erhalten ein Mitspracherecht an den Schulen. Im Bereich der Sozialpolitik wird die staatliche Unterstützung bzw. Versorgung ausgeweitet. Zum Beispiel wird der dreiwöchige Mindesturlaub eingeführt, die Witwenpensionen und Familien- und Geburtenbeihilfe erhöht und die 40-Stunden-Woche für Arbeitnehmer eingeführt. In Teilen der Bevölkerung verstärkt sich die Erwartung an den Staat, dass dieser ärmere, benachteiligte und in Not geratene Menschen unterstützen muss, damit es zu mehr Chancengleichheit und einer gerechten Verteilung in der Gesellschaft kommt. Steuern sollen Teile des Einkommens und der Einkünfte von Besserverdienern, Besserverdienerinnen, Unternehmern und Angehörigen des Mittelstandes an ärmere Menschen der Gesellschaft umverteilen. Kritikerinnen und Kritiker dieser Vorstellung meinen unter anderem, dass der Staat diese hohen Erwartungen nicht erfüllen kann, da hierfür nicht genügend Geld vorhanden ist und Österreich gezwungen sei, sich zu verschulden. Inwiefern die Art und das Ausmaß der Ausgaben und Einnahmen von den verantwortlichen Politikerinnen und Politikern richtig gewählt wird, ist je nach politischer und wirtschaftlicher Sichtweise bis heute umstritten. So betrachten beispielsweise die einen in den 1970er Jahren eine Ausgabe wie die Errichtung eines Atomkraftwerks in Zwentendorf als eine Investition in die Zukunft, andere als Verschwendung, wiederum andere als gefährliche Bedrohung. In einer Volksabstimmung wurde 1978 mit der knappen Mehrheit von 50,47% die Inbetriebnahme des bereits fertiggestellten Atomkraftwerks Zwentendorf abgelehnt. Diese Volksabstimmung war auch insofern bemerkenswert, da der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky von der SPÖ für die Inbetriebnahme des Kraftwerks eingetreten war und bei einer Ablehnung durch die Bevölkerung seinen Rücktritt angekündigt hatte. Und trotz der Niederlage bei der Volksabstimmung tritt Bruno Kreisky nicht zurück und erreicht 1979, also im Jahr darauf, mit der SPÖ die absolute Mehrheit bei den Nationalratswahlen mit 51,0% der abgegebenen Stimmen.